teilweise gehen Wearables sogar unter die Haut, indem es schon irgendwelche Implantate gibt oder sonstiges. Das hört sich nach Science Fiction an, ist es aber in dem Sinne nicht. Sie haben irgendwelche intelligenten Herzschrittmacher, die heute schon verbaut werden. Sie haben künstliche Herzklappen, sie haben Hörgeräte und so weiter, die eigentlich im tagtäglichen Einsatz sind und solche Sachen schon leisten können. Und das andere geht halt nur noch einen Schritt weiter von einem medizinisch Notwendigen zu vielleicht Spaßfaktoren beziehungsweise dann irgendwelchen Annehmlichkeiten oder einfach nur Spielereien. Der Trend ist erkennbar, dass man diese Technologie immer mehr und mehr an sich ranlässt. Also viele schlafen jetzt schon mit dem Smartphone auf dem Nachttisch, einfach um nichts zu verpassen. Ob das jetzt gut ist oder nicht und ob man es möchte, sei jedem selbst überlassen. Viele sind aber bereit, letztendlich diesen Preis zu zahlen und zu sagen, okay, dann habe ich die Technologie ständig bei mir, bin ständig erreichbar, dafür habe ich natürlich auch einen hohen Nutzen. Ein Beispiel, wie sich sozusagen auch die Menschheit und teilweise sogar wirklich die Evolution an die Technologie anpasst, ist die Geschichte mit dem Smartphone-Daumen, dass junge Leute jetzt viel geeigneter sind sozusagen, weil sie ständig Spielkonsolen und Handys benutzen, ihre Daumen so einzusetzen, dass sie möglichst schnell tippen können auf solche Smartphones. Und das sind wir in der älteren Generation im Prinzip schon hinten dran hinter der Evolution und können nicht so schnell tippen, weil einfach unsere Daumen das nicht ganz so gut mitmachen. Zwei Sachen kann man im Prinzip unterscheiden. Das erste ist der miniaturisierte Computer, also ich trage meinen kompletten Computer an mir, und das zweite sind eher dann Sensoren, die irgendwelche Daten an meinem Körper direkt dann irgendwie übernehmen. Im Part von Wearable Computing, im Sinne von Computer am Körper tragen, habe ich meine Hände frei einfach, weil ich die Systeme durch Sprache steuere und kann dann beide Hände eben für andere Tätigkeiten benutzen, zum Beispiel im industriellen Umfeld, um zu arbeiten, um irgendwelche Reparaturarbeiten und sonstiges zu machen. Die Nutzung von Wearables auch im privaten Bereich hat natürlich unheimlich zugenommen in den letzten Jahren. Also es hat angefangen eben mit diesen Pulsmessern, die ich beim Joggen benutze. Dann gab es Leute, die haben letztendlich diesen Pulsmesser den ganzen Tag getragen und haben ihren Puls einfach auch mal 24 Stunden am Tag gemessen. Und daraus hat sich quasi so ein Trend entwickelt, den man Quantified Self nennt, indem ich mehr und mehr Daten, die über mich verfügbar sind, einfach sammeln möchte. Geht in die Richtung von Smartwatches, die dann letztendlich den Puls den ganzen Tag mitmessen, die Schritte zählen können, die mir zeigen, so und so viele Stockwerke bin ich heute hochgestiegen, virtuell in dem Sinne, und die mir einfach zeigen, wie fit oder gesund ich bin, beziehungsweise wie fit und gesund ich sein könnte. Geht so weit, dass solche Wearables dann einfach sogar mit der Waage sprechen. Das heißt, sie haben eine WLAN-Waage, die sich zu Hause in ihr drahtloses Netzwerk einwählt sozusagen und diese Daten dann letztendlich auch verknüpft dann mit den Daten, wie sie sich fühlen. Die nächste Stufe über diesem Quantified Self, also sozusagen die Datenerfassung für den eigenen Körper und sozusagen die eigenen Vitaldaten, die ich ablesen kann, ist sozusagen das große Ganze zu sehen dann. Das heißt, wenn viele Nutzer, respektive alle Nutzer, diese Daten erfassen würden und in ein Portal hochladen oder irgendwo zur Verfügung stellen, dann kann ich daraus wieder Rückschlüsse ziehen, wie geht es sozusagen der Gesellschaft, wie geht es einem bestimmten Stadtteil, wie geht es einer bestimmten Stadt. Wenn irgendwo in einem bestimmten Stadtteil sozusagen alle Personen eine erhöhte Temperatur haben, dann könnte man gegebenenfalls überlegen, ist da eine Epidemie, die gerade da ausbricht, und gegebenenfalls da irgendwo gegensteuern. Klingt ein bisschen wie Science Fiction, ist es vielleicht auch, aber letztendlich sind die Möglichkeiten da. Man muss nur noch wissen, wie man mit diesen Daten auch umgeht. Datenschutz ist da natürlich ein großer Faktor und ein wichtiges Thema auch, um diese Anwendung voranzutreiben.